mein Name ist Anja Erdmann-Rutten und ich bin die Direktorin für Expedition Operations, für Poseidon Expeditions und bin auch oft Expeditionsleiterin direkt an Bord. Ich begann im Jahr 2000 in Grönland zu arbeiten. Das ist eines meiner Lieblingsgebiete, aber heute möchte ich nicht über ein Gebiet sprechen, sondern ich möchte Ihnen gerne eine Person vorstellen. Ich habe in Ilulissat in Westgrönland begonnen mit der Arbeit in den polaren Gebieten. Und das war auch ein Glück, denn hier wurde 1879 einer der meiner Meinung nach größten Polarexperten geboren und Polarforscher geboren. Das war natürlich Knut Rasmussen. Vielleicht haben Sie den Namen schon einmal gehört. Und zwar Knut Rasmussen hat ja unter anderem auch mit Peter Fröchen zusammen die Station Thule gegründet. Das war 1910. Ich persönlich mag sehr gerne Mythen, Märchen und Legenden, habe da eine recht große Sammlung auch zu Hause von weltweiten Büchern. Und Knut Rasmussen, der gehört da immer mit rein. Und zwar hat er viele Expeditionen durchgeführt mit dem Hundeschlitten. Allerdings meiner Meinung nach eine der interessantesten Expeditionen, die er gemacht hat, über die er auch Bücher geschrieben hat, das war die sogenannte fünfte Thule-Expedition. Diese Expedition ging von 1921 bis 1924 und er ist mit seinem Team dann mit den Hundeschlitten durch ganz Grönland gefahren, durch Kanada, Alaska bis nach Sibirien. Und wenn sich das lang anhört, dann war es das auch. Das waren ca. 18.000 Meilen. Jetzt müssen Sie sich allerdings auch noch vorstellen, dass er als Polarforscher nicht nur Interesse hatte, hier Dinge zu erforschen, sondern ihm ging es vor allen Dingen darum, die Leute zu treffen, die in diesen Gebieten wohnten. Als Anthropologe wollte er sie treffen, er wollte ihre Mythen aufnehmen und er wollte sie vergleichen, um zu sehen, was vielleicht überall gleich ist. Und das ist einer seiner größten Verdienste, denke ich, dass er Bücher geschrieben hat, die Mythen gesammelt hat und ethnologische Forschung betrieben hat und wirklich tolle Bücher darüber geschrieben hat, die ich nur empfehlen kann. Wenn Sie nach Grönland kommen und ohne diesen Namen zu kennen wieder nach Hause fahren, da haben wir wirklich etwas falsch gemacht. Also Knut Rasmussen, ein Name, den man sich auch merken sollte. Wenn Sie zu Hause etwas lesen wollen, schauen Sie einfach nach, es gibt sehr viele Bücher. Übrigens haben wir auch in der Bibliothek der Sea Spirit sehr viele Bücher. Das heißt, Sie brauchen nicht unbedingt Bücher mitbringen an Bord. Die haben wir auch für Sie direkt dort. Vielleicht haben Sie Lust. Schauen Sie nach, lesen Sie ein bisschen. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns unterwegs sind und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und bis bald.